Religion is religion only when it unites. Religion is no more religion when it divides. Nika Tungalika, Unity in Diversity. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers. Andrews Air Force Base. Benedict XVI waved at crowds of people lined up to cross paths with the pontiff. Touchdown to lift off coverage of Pope Benedict XVI's pilgrimage to America. Excitement was just palpable. The streets were lined with people that were so thrilled that the Holy Father was here. And it was such a privilege to welcome this good man to the United States. Die Bilder, die Sie gerade gesehen haben, sind beeindruckend, oder nicht? Würden Sie mir da recht geben? In wenigen Jahrzehnten ist das Unglaubliche geschehen. Und ich habe das versucht, mit einigen Bildern einzufangen in diesen wenigen Clips, die ich zusammengeschnitten habe. Heute, wenn der oberste Führer der römischen Kirche den amerikanischen Boden betritt, und ich habe das Ihnen gezeigt, wird er gefeiert wie ein Star. Und das ist phänomenal. Nun, ich möchte heute Abend mit einem Bild beginnen, das uns einleiten soll in dieses Thema, das Geheimnis der Pyramide, die Auferstehung Babylons. Ich weiß nicht, ob Ihnen so ein Bild schon mal begegnet ist. Sie grinsen, und ich habe das auch, als ich das erste Mal sah. Was ist das Erste, was man denkt im Jahr 2011, wenn man so ein Bild sieht? Wo man weiß, dass die Medien sich heute alles einfallen lassen in der Werbetechnologie, um irgendein Produkt zu verkaufen. Was ist der erste Gedanke, wenn man sowas sieht? Fotomontage. Aber ich muss Sie enttäuschen, dieses Bild ist echt. Und zwar sehen Sie hier eine 12-Jährige, und ihr großer Traum war es von klein auf, dass sie Reitunterricht bekommt und dass sie gerne ein schönes, großes Pferd hätte. Ihre Eltern waren aber nicht so reich und wohlhabend. Und die Eltern haben kategorisch den Wunsch verweigert, dass sie ihrer Tochter ein Pferd kaufen.
Und so hat sich die Tochter was einfallen lassen. Sie hat sich überlegt, ich werde einfach eine der Kühe in unserem Haushalt, werde ich einfach trainieren, bis die Kuh über Hindernisse springt. Und dieses kleine Mädchen hat es geschafft, einer Kuh, einer Milchkuh, beizubringen, das zu tun, was Sie hier sehen. Es ist kein gestelltes Bild. Nun, wie wird es Ihnen gehen, wenn Sie spazieren gehen, irgendwo draußen, hier am Bach entlang, und würden dann die Stadtgrenze verlassen und würden in den Randbezirk kommen? Vielleicht sehen Sie einen Bauernhof, eine Landwirtschaft, dann laufen Sie ein Stück weiter und kommen an einer Kuh weiter vorbei. Was würden Sie denken, wenn Sie plötzlich ein junges Mädchen sehen auf einer Kuh, die über Hindernisse springt? Was würden Sie machen? Ich glaube, da braucht man nicht lange überlegen. Sie würden stehen bleiben. Und Sie würden mit solchen Augen und mit runtergefahrenem Kiefer dort stehen bleiben. Ja oder nein? Ich habe Sie so schlecht gehört. Ja. Ja, gut. Was würde passieren, wenn Sie 2 Tage später wieder langlaufen und wieder ein Mädchen sehen, das mit einer Kuh über ein Hindernis springt? Wahrscheinlich wieder stehen bleiben. Das Kinn wäre nicht mehr ganz so weit unten, hat man ja schon mal gesehen. Was würde passieren, wenn Sie jeden Tag, wenn Sie spazieren gehen mit Ihrem Mann oder Ihrer Frau oder Ihren Kindern, würden Sie jeden Tag irgendwo auf einer Weide eine Kuh über Hindernisse springen sehen? Was würde passieren nach einem halben Jahr? Würden Sie noch stehen bleiben? Würde das Kinn weiter runtergehen? Sie würden irgendwann dran vorbeilaufen, als wäre das ein Pferd. Ja oder nein? So ist die Macht der Gewohnheit. Wie geht es Ihnen, wenn Sie eine Pyramide sehen? Wer war schon mal in Ägypten? Doch ein paar. Wer stand schon mal vor den Pyramiden? Man kann nicht nach Ägypten fliegen, ohne dass man auch mal an den großen Bauwerken, Meisterwerken der Architektur vorbei ist. Wer mal vor diesen Pyramiden stand, dem wird wahrscheinlich das Kinn auch etwas runterfallen. Aber was passiert, wenn man ständig vor solchen unglaublichen Meisterwerken steht der Architektur? Angenommen, Sie würden dort Eis verkaufen an die Touristen. Jeden Tag, 10 Stunden mindestens, da ist die Sonne lang offen, oben, 10 Stunden Eis verkaufen. Und Sie würden immer zwischen der Sphinx und der Pyramide. Was würde nach einem Jahr passieren, wenn Sie vor den Pyramiden stehen? Sie würden gähnen, während andere Touristen so davor stehen. Es ist so, es ist ein Gesetz. Und jetzt, warum ich das Ihnen zeige, hat einen Grund. Ich möchte Ihnen jetzt einen Filmzusammenschnitt zeigen aus den bekanntesten Hollywood-Filmen der letzten Jahre. Ich kann nicht alle zeigen, das würde Stunden dauern, aber ein paar bekannte, zumindest manchen bekannt. Und ich möchte jetzt schon vornherein sagen, ich habe schon vor vielen Jahren mein Fernsehen weggeschmissen, aber, ich habe früher so viel Schund angeguckt, dass ich noch viel Erinnerung habe an das ganze Zeug. Aber eins ist sicher, etwas hat sich verändert in den Filmen, die heute Blockbuster werden. Es ist eine Flut und eine Schwemme von Symbolen, die tief religiös und tief okkult sind. Und ich möchte Ihnen mal ein paar zeigen. Vor allem ein Symbol interessiert mich, und zwar das der Pyramide. Hier steht immer der Titel des Filmes und wann dieser Film ins Kino kam. Wenn die Filme schnell durchlaufen, sieht man das nicht. Hier, das Freimaurer-G. Hier in dem Film Hackers von 1995 wird ihm jetzt erklärt, was die neue Weltordnung ist. Wer hat 1995 darüber sich Gedanken gemacht? Hier in dem Film Hackers, Halloween Town. Solche alten, antiken und doch tief bedeutsamen Symboliken. Hier auf dem Taxi eine Pyramide mit dem Auge drin. Hier sieht man es nochmal. Hier ein Psycho-Thriller und nur bei Zeitlupe erkennt man eine Lampe im Raum, die eine Pyramide mit dem Auge drin hat, auch hier wieder.
Nur in Zeitlupe sieht man das. Here being there, 1979. Hier der Film Aeon Flux, 2005 rausgekommen. Eine Medienflut von Teilen der Pyramide. Und was machen die Kinderfilme? Hier von Simpsons. Übrigens, Simpsons ist eine hochokkulte Serie für Kinder. Das wissen die wenigsten Eltern. Überall voll bespickt mit religiösen Symbolen. Und meistens mit ganz bestimmten religiösen Symbolen. Hier ein Freimaurertempel. Sehr deutlich sichtbar, weil er keine Fenster hat. Hier wieder als Lampe ein Dreieck mit dem Auge drin. Hier in einem anderen Film permanent. Der Film Anatomie, 2000. Mystery Man. Hunderte und aber hunderte Filme. Und alle zeigen sie das Dreieck mit dem Auge. Die Frage ist, warum? Was für ein Interesse gibt es in Hollywood, dass ob in Erwachsenen- oder Kinderfilmen, in Horrorfilmen oder in Krimis durch die Bank durch überall dieses Symbol gezeigt wird. Was steckt hier dahinter? Das ist eine wichtige Frage. Und ich möchte Ihnen jetzt einige Dinge zeigen, ein bisschen ergänzend zu den Videoclips, die ich Ihnen gezeigt habe. Hier sehen Sie von der Internetseite eine Ankündigung, eine Werbeankündigung der Vereinten Nationen. The spiritual work of the United Nations and the liberation of humanity. Zu Deutsch, die geistliche Arbeit der Vereinten Nationen und die Befreiung der Menschheit. Nun, ich habe ja schon gezeigt, dass sowohl das Weltethos-Projekt, sowohl die Freimaurer, sowohl die römische katholische Kirche, als auch der ökumenische Rat der Kirchen, als auch alle Weltreligionen mittlerweile an dem Punkt sind, dass sie sagen, die Menschheit muss eine Transformation erleben. Und zwar eine Transformation hin aus der Befreiung heraus von den abgrenzenden und sich von den anderen abgrenzenden Mechanismen der Gesellschaft. Sei es in der Politik, Religion oder in der Medienwelt, egal wo, das muss weg. Und davon spricht hier die Vereinten Nationen und Sie sollten wissen, dass die Vereinten Nationen nicht in erster Linie eine politische Organisation ist. Das müssen Sie wissen. Die Vereinten Nationen sind eine Organisation, die in ihrer Philosophie, das können Sie über ihre Internetseite selbst sich erarbeiten, dass die Grundphilosophie der Vereinten Nationen auf die Schriften sowohl von Helena Blavatsky als auch von Mary Baker Eddy basieren. Das heißt, es geht hier, wer die Namen noch nie gehört hat, um Christian Science, es geht hier um im weitesten Sinne um esoterisches Gedankengut. Und das müssen wir wissen, dass die Vereinten Nationen, wann immer sie in den Nachrichten kommen, nicht in erster Linie nur eine politische Organisation sind. Und ich erinnere dann, dass Hans Küng beauftragt wurde, von den Vereinten Nationen dieses Projekt Weltethos zu formulieren. Nur zur Erinnerung. Und Hans Küng, nochmal zur Erinnerung, ist ein katholischer Theologe, der zwar seine Lehrbefugnis verlor aufgrund der Kritik, die er dem Papsttum gegenüber hatte, aber er hat nie sein Priesteramt verloren. Er ist bis heute katholischer Priester. Ich sage das nur, um einfach denen, die sich damit nicht beschäftigt haben, deutlich zu machen, dass diese großen Kräfte in dieser Welt sich einig sind an diesem Punkt, was das Weltethos betrifft. Hier eine Werbung von der Firma Cisco. Es ist eine große Netzwerkfirma, die Netzwerke einrichtet und Hardware verkauft. Und jetzt hören Sie mal, was da steht. Welcome to the human network. Zu Deutsch, willkommen zum Menschennetzwerk. Und jetzt achten Sie darauf. Ich sage das jetzt bewusst, weil Werbung nur dann funktioniert, wenn man nicht drüber nachdenkt. Wenn man eine Werbung analysiert, wird Werbung fruchtlos und Sie kaufen das Produkt nicht mehr. Deswegen wird Werbung so gestaltet, dass Sie nicht drüber nachdenken und analysieren, sondern dass Sie von Gefühlen geleitet werden. Entweder von nackten Frauen oder von irgendwelchen sonstigen Südseeinseln, die irgendwas stimulieren in uns. Das ist der Sinn darin. Ablenken von der eigentlichen Botschaft. Nämlich die Botschaft ist, das Produkt zu kaufen oder die Ideologie zu kaufen. Eins von beiden. Beides wirkt gleich. Und jetzt schauen Sie mal, hier steht, ein Spiel verbindet die Welt. Ein Unternehmen, die Menschen.
Welcome to the human network. Nun, jetzt auf dem Bild sehen Sie einige buddhistische Mönche. Was fällt Ihnen an diesem Bild auf? Gut, haben das alle gesehen. Aber die, glauben Sie mir, wenn wir nicht in einem Vortrag wären und Sie sehen das Werbeplakat auf einer Straße, Sie würden nie auf den Gedanken kommen, dass da eine Pyramide ist. Aber da ist nicht nur eine Pyramide, fällt Ihnen noch was auf? Was ist im Zentrum dieser Pyramide? Sie verstehen ja, die Botschaft ist ein Human Network, ein menschliches Netzwerk. Und welche Form hat das menschliche Netzwerk? Die Pyramide. Verstehen Sie die Botschaft? Die Menschheit, die zusammenrücken soll unter dem Weltethos, geht ja um Einigkeit der Religion, Einigkeit der Nation, Weltordnung, Einigkeit der Gerichtsbarkeit, Weltgerichtshof, Einigkeit von allen möglichen, Einigkeit der Weltwährung. Ich habe Ihnen gezeigt, dass die Weltwährung präsentiert wurde auf dem G8-Gipfel 2008. Und wie heißt die Weltwährung? Also mal als vorläufigen Namen. Unity in Diversity. Solch ein Zufall. In allen Bereichen soll das menschliche Geschlecht ein Netzwerk bilden. Und jetzt achten Sie darauf, ich mache es absichtlich. Die Botschaft ist, welche Form soll das Netzwerk haben? Diese. Und was ist in der Mitte des Netzwerks? Was ist hier? Was sehen Sie hier? Glauben Sie, dass das ein Zufall ist, dass in der Mitte dieses Dreiecks ein schwarzes Notebook ist? Nein, natürlich nicht. Es deutet das Auge an. Überall haben Sie dieses Dreieck, diese Pyramide und auffälligerweise sehen Sie immer entweder im Abschlussstein ein Auge, was man hier jetzt nicht sieht, aber was man sonst sieht hier in diesem Freimaurer-Emblem, sehen Sie die Sonne hier im unteren Teil. Das ist eine Ausnahme. Ansonsten sehen Sie eigenartigerweise immer überall die Sonne. Hier sehen Sie ein, na was ist das? Eine Art Pyramide, ein Zikkurat. Das heißt ein stufenförmiger Turm. Und was ist oben drauf? Wieder das Auge. Und da oben brennt was. Und was sieht man um dieses Dreieck herum? Strahlen. Hier auch von einer esoterischen Seite habe ich das mal runtergenommen. Da sieht man das Dreieck. Und was ist jetzt angedeutet in der Mitte des Dreiecks? Sehen Sie die Rundung, das Auge angedeutet. Das Auge wird gebildet durch eine Schlange. Und dann sehen Sie hier eine Hand und ein Zeichen, das Yin- und Yang-Zeichen. Es gibt kaum noch einen Gesundheitsartikel, den man kaufen kann im Bioladen, wo nicht dieses Zeichen drauf ist. Jede Creme, jede Nachtcreme fast schon hat dieses Zeichen drauf. Manche meinen, das steht dafür für die Ausgewogenheit. Nein, 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 das steht für was ganz anderes. Hier sehen wir eine Hand und in der Mitte der Handfläche sehen wir einen Kreis und da drin einen fünfzackigen Stern, das Pentagramm und so weiter und so fort. Also tief religiöse Zeichen, aber alle hier eingebettet in dieses Dreieck. Viele Hauswände sind heute geschmückt mit diesem Symbol, hier auch in Deutschland. Schauen Sie einfach mal ein bisschen aufmerksam durch die Straßen und Sie werden sich wundern, wo Sie in Deutschland überall dieses Symbol sehen. An Apotheken, überall sehen Sie das, an Kirchen vor allem. Nun, viele glauben, naja, es dreht sich ja hier um das Auge Gottes. Warum soll es nicht an der Kirche sein? Warten Sie noch einen Augenblick. Hier ein neues architektonisches Projekt in Spanien, in der Stadt Valencia. Hier sieht man auch eine Ansprache des Papstes hier. Und was ist dieses Gebäude, diese Halle? Sehe ich das nur? Oder ein Auge, ganz deutlich. Also ich will Ihnen nur mal zeigen, dass wirklich das überall ist, überall. Was sehen wir hier? Hier guckt die Pyramide aus, oben das Auge. Wer weiß, was das für ein Gebäude ist? Hier nochmal eine kleine Aufnahme von oben aus der Luft. Wer kennt dieses Gebäude? Es ist der oberste Gerichtshof in Jerusalem. Und jetzt schauen Sie mal das Parkhaus. Fällt Ihnen an das Parkhaus etwas auf? Es sind Strahlen, es ist eine Sonne. Hier eine Freimaurerloge, hier die Provinzialloge von Niedersachsen. Was sieht man hier oben? Das Dreieck und in der Mitte ein Kreis, was eigentlich das Auge andeuten soll. Und dieser Kreis ist was? Eine Sonne.
Hier sehen wir es auch an der deutschen hier in Bamberg, die Hauptwachstraße gegenüber von Deichmann. Und da sieht man auch wieder das Dreieck mit dem Auge. Und hinter dem Dreieck sieht man ganz schön was? Die Strahlen. Sieht aus wie eine Sonne. Habe ich recht oder stimmt das? Wer kennt das Gebäude? Das ist die Pyramide des Friedens auf dem Platz der Einigkeit und in einer Stadt, die erst vor ein paar Jahren gebaut wurde. Das ist Astana, die neue Hauptstadt in Kasachstan. Und ich kann Ihnen sagen, diese Stadt ist voll bespickt mit okkulten Symbolen. Diese Pyramide wird heute genutzt als Kongresszentrum. Und oben in der Pyramide ist ein interessanter Raum. Und die Pyramide heißt die Pyramide des Friedens. Alle Völker sollen Friede finden. Und der Platz hier heißt der Platz der Einigkeit. Werbungen von einem Parfum, Engel oder Dämon. Was sieht man bei diesem Model? Das Auge und hier eine Andeutung. Okkulte Symbole hier hinter Kleidungsstücke mit dem Auge. Man sieht es heute überall. Hier einige Rockgruppen, Ultravox, die ist heute nicht mehr so bekannt, diese Gruppe. Aber schon damals, selbst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wo diese Gruppe bekannt war, selbst da spielte dieses Symbol schon eine Rolle. Hier das Dreieck mittendrin mit dem Loch, mit dem Auge angedeutet. Hier Def Leppard, Madonna. Hier die bekannteste und beliebteste Jugendsender im Kabelfernsehen, MTV. Hier die Awards, die Auszeichnungen für die besten Musikstücke. Was ist das hier? Letztendlich eine dreieckige Pyramide und oben der Abschlussstein mit dem Auge drin. Kennen wir alles schon. Haben wir schon mal gesehen im Siegel von Amerika. Hier einige Plattencover noch. Hier geht es weiter so. Sehen Sie, stark esoterisch anmutende Plattencover, die Familie des Lichts. Und man sieht immer wieder das Gleiche, das Dreieck mit dem Auge oder sonst was drin, was wie ein Auge aussieht. Egal wohin Sie gucken, seit Jahren wird in allen Bereichen von Musikebene, Videoebene, Hollywood, Werbung, Parfum, Kleidungsstücke, als ob die Menschheit, die nachfolgenden Generationen, trainiert werden sollen auf etwas, was sie subliminal aufnehmen, aber nicht wirklich wahrnehmen als das, was man eigentlich ihnen mitteilen möchte. Nämlich das menschliche Netzwerk. Ich sage das jetzt bewusst interpretativ, damit Sie schneller mir folgen können. Hier Rod Stewart, erst auf den zweiten Blick sieht man oben das Dreieck mit den Strahlen, hier unten auch. Das Ganze ist hier aufgebaut wie ein Dreieck mit Strahlen. Hier selbst Bob Marley, von dem geglaubt wird, er sei so der Befreier aus allen Konventionen. Wenn Sie das Plattencover anschauen, dann werden Sie sehen, hier ist eine Pyramide. Und was ist in der Spitze der Pyramide? Die Sonne. Und die heißt ja auch Uprising, die Platte. Uprising. Nur was kommt da hoch am Horizont? Worauf soll die Menschheit vorbereitet werden durch diese permanente Flut von diesem Symbol? Das ist die Frage. Was ist dieses Geheimnis der Pyramide? Das ist unser Thema heute. Selbst auf Geldscheinen sind sie überall drauf. Ob das russisches Geld ist oder die Kronen, die schwedischen. Hier, das ist hier, das sieht man in der Vergrößerung hier nochmal, sehen Sie es? Hier ist es, sieht man auf der Krone kaum hier, aber hier sieht man es, das Dreieck mit dem Auge drin. Und was kommt weg von diesem Auge in dem Dreieck? Strahlen. Irgendwas strahlt daraus. Und so weiter. Sporthilfe, Stiftung Deutsche Sporthilfe, AOL, Sigma Düsseldorf macht mit interessanten Yoga-Übungen und mit dem Dreieck in der Mitte auf der Brust Werbung. Vaio, Sony auf Deutsch. Schauen Sie mal, Berlusconi, der sich scherzhalber dort sich einen Scherz erlaubt und das Dreieck darstellt. Das ist natürlich reiner Zufall. Schauen Sie mal da unten in der Zeitschrift. Hier eine deutsche Zeitschrift. Europa wird dargestellt als ein Menschenverbindung von Nationen, Human Network. Und wie wird es dargestellt? Als Dreieck mit dem Auge drin. Ist es nicht
Sehen Sie, dass ich nicht hier nach irgendwelchen Schnapsideen greife, sondern sehen Sie, dass hier ein Motiv sich permanent wiederholt. Hier Messmer, der Gedenkstein auf dem Grab von Anton Messmer. Arzt und Physiker, wer weiß, wofür Messmer bekannt ist. Hier auf seinem Gedenkgrabstein, hier das Dreieck, das Auge und die Sonnenstrahlen. Messmer war der Begründer des Heilmagnetismus. Und der Heilmagnetismus ist der Vater der Homöopathie und der modernen asiatischen Religion, wo es um Potenzierung von Kräften geht. Die Kraft, die da wirkt, ist Qi. Qi ist die universale Kraft. Und die haben verschiedene Namen, ob Heilmagnetismus, Homöopathie oder wie auch immer. Es geht meistens da um das Gleiche, um esoterisch-okkultes Gedankengut. Aber auch unsere Kinder werden bedacht mit diesen Symbolen, damit auch unsere Kinder vorbereitet werden, auf was auch immer, aber sie werden vorbereitet, hier durch Playmobil und natürlich, damit Playmobil im Trend der Zeit ist, auch hier. Das ist eine katholische Kirche in Polen und da kann mir keiner erzählen, dass der Architekt zufällig das gebaut hat. Wir sehen also, egal wohin sie schauen, sie finden eine Schwemme an dieser Symbolik. Glauben Sie mir das, bevor ich weitermache? Nein? Gut, dann muss ich noch einen. So lange, bis Sie antworten. Hier eine Luftaufnahme von Washington. Die wenigsten wissen, was dort wirklich geschieht. Die Stadtarchitekten von Washington haben die Stadt so geplant, architektonisch, war natürlich auf Anraten von Freimaurern, dass die wesentlichen Straßen in Washington verschiedene Symboliken ergeben. Ich habe das auf einer anderen Serie, ich will das nicht wiederholen. Interessant ist nur, direkt am Kapitol, direkt sieht man die roten Striche, direkt am Kapitol, hier übrigens waren Menschen bei der Inauguration von Barack Obama, haben sich hier in Trauben getroffen, bei solchen Großleinwänden. Und was die wenigsten gewusst haben, ich habe es mir angeschaut, live, per Satellit, an dem Tag, als Barack Obama gewählt wurde, versammelte sich das amerikanische Volk, weiß und schwarz, Moslems und Nicht-Moslems, denn er heißt der Barack Hussein Obama, versammelten sich wo? Als Human Network? Sie versammelten sich in einer Pyramide. Die Straßen sind genauso gelegt und hier ist das Kapitol und die Spitze der Pyramide, ich zeige es Ihnen nachher, endet exakt in der Mitte, architektonisch in der Mitte des Kapitols. Dort, wo die Frau auf dem Dach steht, ich zeige Ihnen nachher, wer diese Frau ist. Interessant ist, dass mittlerweile immer mehr Hauptstädte der Welt Washington nacheifern. Gehen Sie mal auf Google Earth und schauen Sie sich zum Beispiel mal die Hauptstadt von Australien an, von oben das Gerichts- und das Regierungsviertel. Werden Sie sehen, eine blanke Kopie, okkulte Symbole in den Straßenzügen und das wiederholt sich immer mehr in den ganzen Architekturen der Welthauptstädte. Ich habe schon Astana angesprochen, das ist die Spitze des Eisbergs, aber das können Sie in verschiedenen anderen. Kommen wir wieder zurück. Was ist also dieses Geheimnis der Pyramide? Was hat es damit auf sich? Warum bedeckt uns die Medien und die Politik und jeder, die Kunst, jeder, die Musikkunst, Kleidungskunst, jeder bedeckt uns mit diesem Symbol. Warum? Da muss es was auf sich haben. Und ich kann Ihnen jetzt was sagen, dafür bin ich nicht stolz, aber ich freue mich darüber, dass ich als Mensch dieses Buch gefunden habe. Der Spiegel wirbt mit dem Slogan, Spiegelleser wissen mehr. Und ich sage Ihnen, Bibelleser wissen noch mehr. Menschen, die die Bibel lesen, haben einen großen Vorteil. Denn sie sehen auf 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, wie durch in 6000 Jahren Politik und Religion, gottgewollt oder antigöttlich, miteinander im Ringen waren um Herrschaftsansprüche. Und wenn Sie mit mir mal kurz zurückgehen in das Jahr 600 vor Christus, also knapp jetzt 2500 Jahre zurück, in das letzte Kapitel des Propheten Daniel, da steht folgender Satz. Und du, Daniel, verbirg diese Worte, dieses Buch ist Daniel. Bevor ich weiterlese, wer liest heute das Buch Daniel in diesem globalen Menschennetzwerk? Darf ich mal fragen, was glauben Sie, wer liest heute alles in der Bibel?
Fangen wir mal ganz einfach an. Glauben Sie, dass die Mehrheit heute Bibel liest? Nein. Ich habe es auch nicht gelesen bis zu meinem 23. Lebensjahr. Vielleicht mal da und dort mal reingeschaut. Aber studiert selber mit meinem Verstand. Und das hatte Konsequenzen, als ich angefangen habe, darin zu lesen. Ab dem Zeitpunkt habe ich die Welt besser verstanden. Und mich selber auch übrigens. Also Sie sind mit mir einig, dass die wenigsten Bibel lesen? Was glauben Sie, wie viele von den Bibellesern lesen das Buch Daniel? Ich kann Ihnen verraten, so gut wie niemand. Und das hat einen Grund in der Theologie. Denn sowohl die protestantische als auch die katholische Theologie lehrt, dass Daniel nicht 600 vor Christus gelebt hat, sondern in der Makkabäerzeit etwa 162, 63 vor Christus. Das heißt, Daniel war nie am Hofe Babylons. Das heißt auf Deutsch, er ist ein Lügner. Das Buch Daniel kann man zuklappen, ist Quatsch. Aber dann kriege ich ein Problem mit Matthäus 24, Vers 15, in dem Jesus sagt, wenn ihr sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das sieht, der soll verstehen. Dann kriege ich ein Problem mit Jesus Christus, wenn Daniel ein Lügner war. Also gehen wir mal davon aus, dass er kein Lügner ist, sondern ein Prophet. Und zu ihm wird gesagt, verschließ dieses, versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit und dann werden alle es lesen. Nein, viele werden es lesen, immer mehr, immer mehr. Und vielleicht werden sie durch diese Vortragsreihe animiert, mal Daniel aufzuschlagen. Und sie werden es dann durchforschen und dadurch große Erkenntnis finden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und jetzt möchte ich mit Ihnen heute Abend 2 Kapitel von Daniel studieren. 2 Prophezeiungen. Das eine ist Daniel Kapitel 2, keine Sorge, wir haben nicht die Zeit, das alles jetzt Vers für Vers zu lesen. Ich habe dieses Kapitel 2 in meiner Weltordnungsserie als ganzes Thema behandelt, wer das vertieft haben möchte. Aber eins ist sicher, beide Kapitel handeln von Träumen. Daniel 2 ist der Traum Nebukadnezars, den Gott ihm gegeben hat über die Zukunft. Da heißt es, was in Zukunft geschehen soll. Und Daniel Kapitel 7 ist der Traum Daniels als Prophet Gottes, dem etwas gezeigt wird. Und diese beiden Kapitel handeln von 4 aufeinanderfolgenden Weltreichen. Und zwar geht es hier im Wesentlichen, hier dargestellt durch einmal goldener Kopf, einmal durch silberne Brust, bronzene Hüfte und eiserne Beine und Füße aus Eisen und Ton entsprechen 4 anderen Reichen, nämlich dargestellt durch einen Löwen mit 2 Flügeln, einen Bär, der 3 Rippen in der Schnauze hat, ich zitiere jetzt nur Daniel, und einen Geparden mit 4 Köpfen und 4 Flügeln und einem scheußlichen, schrecklichen Tier, das keinen Namen hat, das 10 Hörner hat und aus den 10 Hörnern mittendrin 1 herauswächst und 3 Hörner ausreißt. Und diese 4 Reiche werden gedeutet in der Bibel und bestätigen sich in der Geschichte als die 4 Weltreiche: Babylon 605 bis 539, Medo-Persien 539 bis 331, Griechenland 331 bis 168. Und jetzt helfen Sie mir, was kam nach Griechenland? Rom. Und zwar von 168 nahtlos übergehend. Das können Sie heute, brauchen Sie noch nicht mal eine Bibel, aber mit Bibel ist es besser. Gehen Sie in die Stadtbibliothek hier unten, holen Sie sich ein gutes Buch über die Geschichte und Sie werden sehen, ohne dass Sie so dargestellt bekommen, wie ich das mache mit Bildern, werden Sie sehen, das sind die 4 großen Weltreiche, die in der Geschichte bestätigt sind als die großen Weltimperien. Und diese 4 Reiche hat eines miteinander verbunden. Ausnahmslos. Und hier nach Rom kommt ein letztes Reich, ein Reich, das bis heute noch andauert. Und dass das erste Reich war, das sich verbunden hat in einem Human Network, das geeinte Europa. Von dem aus, und das sagen die Fachleute, das Blueprint war die Blaupause für die neue Weltordnung, für die globale Vereinigung aller Nationen und jetzt durch das Weltethos noch alle Religionen. Alle diese Nationen haben gemeinsam gehabt, dass sie nach absoluter Weltherrschaft gestrebt haben und das wissen die wenigsten, diese Weltherrschaft einbetten wollten in eine einheitliche Religion. Das wird meistens in der Geschichte nicht erwähnt.
Und ich möchte Ihnen etwas zeigen, Sie werden jetzt staunen. Fangen wir mal an mit Babylon. Wer war von Ihnen schon mal in Berlin im Pergamonmuseum? Das ist ein Pflichtprogramm, das muss man machen. Dann sehen Sie nämlich hier dieses Modell der Prozessionsstraße, die direkt auf das Ischtar-Tor, auf das kleine Ischtar-Tor hier zuführt. Das ist eine Rekonstruktion und dahinter das größere Tor. Mich hat das beeindruckt, weil ich dachte, Mensch, was wäre das, wenn man durch Sinsheim oder eine andere Stadt gehen würde und man würde durch getäfelnde Straßen durchgehen. Und prunkvoll, das muss ein ungeheurer Eindruck gewesen sein für die Leute, die dort da durchgegangen sind. Imposant, großartig, wunderbare Architektur. Hier sehen Sie nochmal ein Modell, um das rekonstruiert zu sehen, wie die Größenverhältnisse etwa. Hier ist das Ischtar-Tor, hier sehen Sie die Straßen. Und interessant, was auffällt, ist, dass in den Straßen es das babylonische Wappentier immer wieder auffällt, der Löwe. Und hier ist ein Modell des berühmt-berüchtigten Turms von Babylon. Und ich weiß nicht, wie Sie sich den vorgestellt haben, aber so in etwa vermutet man aufgrund der Überreste, dass man hier, dass es so ausgesehen haben muss. Ein Gebäude, das sich so abstuft, nennt man ein Zikkurat. In Babylon war der oberste Teil des Zikkurats der Tempelraum, wo angebetet wurde. Sehr wichtig. Der oberste Teil dieses Turmes war der Raum der Religion dieser Nation. Hier, damit Sie sehen, dass das nicht alles nur aus den Fingern gesogen ist, hier sehen Sie ein Bild, das heute aus Syrien stammt. Das ist eine Moschee in Syrien. Das ist auch ein Zikkurat, auch wenn es anders aufgebaut ist als Schnecke. Aber Sie sehen auch heute noch, bis heute hat sich diese Architektur gehalten, dass kultische und religiöse Gebäude oftmals als Zikkurat gebaut wurden, hauptsächlich. Das heißt, als ein Raum, wo ganz oben der Raum der Anbetung dann ist. Und das ist interessant, merken Sie sich das mal für später. Und jetzt kommen wir zum Geheimnis der Pyramide. Sie werden nämlich gleich sehen, dass die Pyramide nichts anderes ist als ein Turm. Gehen wir mal ins erste Buch Mose, Kapitel 11, Vers 4. Da heißt es, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis wohin reiche? An den Himmel. Nun, die waren damals nicht blöd, die wussten, die waren auf Universitäten, während wir schon, ich sagte schon, rumrannten im Wald. Die wussten, dass man keinen Turm bauen kann bis in den Himmel. Was hiermit gemeint ist, bis in den Himmel, meint einen Turm, der so hoch reicht, dass man religiös gesehen an den Himmel reicht. Das heißt, dieses Projekt, der Turm in Babylon, war ein Projekt, das sich unabhängig machen wollte von dem Gott, dem Schöpfergott, der in der Bibel präsentiert wird. Das ist damit gemeint. Und es wird auch gesagt, warum noch? Damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Nun, bevor wir weitergehen, möchte ich, dass Ihnen auffällt in diesem Bibeltext, dass hier steht, dass die Menschen damals Angst hatten, zerstreut zu werden. Das heißt, dass was gebrochen wird unter ihnen? Die Einheit, das Human Network, zersplittert wird und damit ihre Macht zerfällt und ihre Zusammengehörigkeit zerfällt. Sehr wichtig. Das heißt, sie haben sich vereint mit dem Ziel, diesen Turm zu bauen. Nur den wenigsten fällt auf, selbst den wenigsten Bibellesern fällt auf, wenn sie von Babylon sprechen, selbst in der Offenbarung, in der Apokalyptik, fällt den wenigsten auf, dass Babylon nicht nur eine Frau als Frau dargestellt wird in Offenbarung 17, als eine Hure. Wir haben schon studiert, was das bedeutet. Eine gefallenes, auf Menschenlehren aufgebautes religiöses System, das nicht Gott im Zentrum hat, sondern den Menschen im Zentrum hat. Frauen werden in der Bibel dargestellt als Kirchen, als Braut Christi wird als Frau dargestellt. Aber die wenigsten wissen, dass Babylon nicht nur eine Frau ist in der Bibel, sondern eine Stadt. In Offenbarung wird sehr deutlich gesagt, Babylon, die große, und in Offenbarung 17 und 18 wird davon gesprochen, dass die Frau auch eine große Stadt ist, die die ganze Erde, die Könige der Erde unter sich beherrscht. Sehr wichtig.
Also, das Prinzip, das Sie jetzt sich merken bitte für die nächsten Minuten ist, Stadt und Turm oder umgedreht. Wenn wir von babylonischen Turm sprechen als Projekt, dann reden wir bitte nicht nur vom Turm, sondern auch von der Stadt. Stadt und Turm ist das Prinzip. Also die babylonische Stadt, die sich verbreiten wollte und ohne Gott unabhängig sein wollte, baute als ihr Symbol dieser Freiheit, als Symbol dieser Befreiung von Gottes einengenden Gesetzen und seiner Herrschaft als Schöpfer, bauten sie als Symbol diesen Turm und diese Stadt. Die Bibel berichtet hier sehr deutlich davon. König Nebukadnezar hat das einige Jahrhunderte später, wir wissen nicht genau wie viel, aber es kann nicht sehr lange gedauert haben, hat das gleiche Prinzip formuliert. Das, was hier in Daniel 4, Vers 27 steht, ist das babylonische Prinzip, nenne ich das. Das heißt, es ist die Ideologie Babylons. Und wenn wir das Babylon der Apokalypse, der Offenbarung verstehen wollen, müssen wir das Babylon, den Geist Babylons in Daniel verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, Daniel zu studieren. Denn in kaum einem anderen Buch neben den Propheten Jesaja und Jeremia wird Daniel so konkret charakterisiert wie in Daniel. In keinem anderen Buch. Und jetzt sagt hier Nebukadnezar, das ist das große Babel. Hören Sie das Wort? Das große Babel wird eins zu eins als Begriff übernommen in der Offenbarung. Babylon, die große Stadt. Nicht die große Hure. Die Hure hat ein Geheimnis an der Stirn, das hat mit der Größe nichts zu tun. Die Größe in Offenbarung bezieht sich auf die Stadt, die Dimension dieses menschlichen Zusammenschlusses, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht. Zu Ehren, wessen Herrlichkeit? Meiner Herrlichkeit. Sie sehen hier zweimal dieses Prinzip. Meine Macht, meine Herrlichkeit, das ist das babylonische Prinzip. Der Mensch im Mittelpunkt, der Mensch als als Mittelpunkt alles Schaffens und alles Treibens. Und das ist genau der Charakteristika Babylons im Neuen Testament. Als symbolisches Unterfangen. Und jetzt schauen Sie sich mal die Prophezeiungen an von Jeremia 25, 12. Mich beeindruckt es. Hier steht, hier spricht Gott durch den Propheten Jeremia, ich will heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr. Warum? Sehr gut aufpassen, um ihrer Sünde willen. Wir machen jetzt einen Exkurs und kommen gleich nachher wieder an das Geheimnis der Pyramide. Wir können aber das Geheimnis der Pyramide nicht lüften in diesem Unterfangen des Weltethos, wenn wir nicht in der Bibel das Geheimnis von Babylon lüften. Sünde wird in der Bibel nur definiert durch eine Definition, nämlich durch Übertreten der Gebote Gottes. Wie zum Beispiel, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dazu das Land der Chaldäer und will es zu was machen, liebe Freunde? Zu welcher Wüste? Ewigen. Noch eine, Jeremia 51, 37. Und Babel soll zum Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden, zum Bild des Entsetzens und zum Spott. Dass wie viel darinnen wohnen sollen? Niemand. Ewige Wüste, niemand soll mehr darin wohnen. Jetzt zeige ich ein paar Bilder. Hier ist der Überrest, das ist die die Grundmauern des babylonischen Turmes mit den Maßen von 90 mal 90 Meter etwa. Und aufgrund, also Profi-Architekten mit Archäologen können daraus etwa errechnen, wie hoch der Turm war. Und man vermutet, dass er etwa auch knapp um die 100 Meter war. Das ist aber jetzt nicht wichtig. Sie sehen aber das Größenverhältnis durch die Palmen etwa. Wer weiß, wo dieser Turm stand? Richtig. Und interessant ist, wenn man von Google Earth runterschaut, sieht man noch ein Dorf etwa in 8 Kilometer Entfernung, das heißt heute noch Babylon. Bis heute. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, so wie die Touristen Babylon kennen. Im heutigen Irak. Diese Aufnahmen sind etwa nicht ganz 20 Jahre alt. Noch vor dem ersten Irakkrieg. Wie sieht es aus? Sagen Sie mir mal bitte. Wie eine Wüste. Wie viele Menschen sehen Sie?
Jemand wird sagen, das war ein schlechter Tag, Feiertag oder irgendwie. So sieht Babylon heute aus. Dann gab es einen Mann namens Saddam Hussein, der hat von der biblischen Prophezeiung aus Jeremia gehört und sagte, was? Niemand soll da drin wohnen? Mein Territorium? Ewige Wüste? Das werden wir sehen. Und er hatte ja das Hobby, wie damals Ceausescu auch, überall im Land Paläste zu bauen. Und hier sehen Sie die Unternehmungen. Saddam Hussein ließ einen Haufen aufschütten und sagte, ich werde hier, genau hier, meinen Palast bauen und werde zeigen, dass das alles großer Quatsch ist. Was passierte? Er baute bis zu diesem Stadium und dann brach der erste Irakkrieg aus. Und Saddam Hussein musste alle Gelder, alle Personen abziehen für den Krieg und man konnte nicht weiterbauen. Und so blieb das erstmal stehen. Jahrelang konnte man nicht weiterbauen. Dann hat er wieder dran weitergebaut. Nach dem ersten Krieg hat er sich wieder erholt und ging wieder ran an das Projekt. Da kam diesmal, 10 Jahre später, der Sohn Bush. Und er marschierte in den Irak rein. Was passierte? Saddam Hussein musste aufhören, daran zu bauen. Und diesmal hörte er ganz auf zu bauen. Denn den zweiten Irakkrieg hat er nicht mehr überlebt. Er wurde aufgehängt. Hier sehen Sie das Google-Bild von dem Satellit. Hier sehen Sie den Turm, die Überreste des Turmes. Und Gott sagte durch die Propheten Jeremia und Jesaja, dass dort nie wieder jemand wohnen werde und dass dies zur ewigen Wüste werden würde aufgrund ihrer Sünden. Und wissen Sie, was interessant ist? Bis heute gibt es hier nur ein gab es während der Kriege nur hier ist ein amerikanisches Munitionslager gewesen. Die Truppen haben hier das schon wieder geräumt und es ist wieder leer. Und wissen Sie, was beeindruckend ist? Hier ist der Palast von Saddam Hussein. Er steht bis heute, das Google-Bild ist ganz aktuell, bis heute steht es da und wurde nie wieder weitergebaut. Es wohnt niemand dort. Ist das nicht beeindruckend? Jeremia 50, 13, denn wegen dem Zorn des Herrn wird sie unbewohnt und ganz wüst bleiben, sodass alle, die an Babel vorüberziehen, sich entsetzen werden und spotten. Und wissen Sie, die wenigsten machen sich heute Gedanken, warum dort kein Hotel gebaut wurde, warum bis heute dort nicht McDonald's zu finden ist. Nichts. Da gibt es ab und zu mal ein paar Touristen, ja, stimmt. Aber dort gibt es keine Infrastruktur für Touristen. Gibt es nicht. Warum nicht? Einer der bekanntesten architektonischen Örtlichkeiten der Welt. Ich glaube, ich weiß warum. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er es so. Und das sagt uns etwas aus über dieses System, was wir jetzt studieren, dieses moderne Babylon, das wieder Zusammenrücken von Menschen, um das abzuschaffen, was Gott möchte für den Menschen, nämlich, dass ihm es gut geht, dass er sicher ist und dass er mit ihm zusammenlebt. Was war der Geist Babylons? Das sehen wir, wenn wir Nimrod studieren. Studieren wir mal, bevor es die Stadt Babylon gab, was hier gesagt wird. Die Ahnentafel der babylonischen Königsvorfahren. Hier steht, Kusch aber zeugte, das war ein Sohn von Ham, Kusch aber zeugte den Nimrod, der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Der war ein gewaltiger Krieger gegen den Herrn. Wörtlich übersetzt, ein Held im Kampf gegen Gott. Wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt. Das ist der Geist Babylons. Sich befreien von Gott und selber ein System haben, wo man selbst als Mensch der Mittelpunkt wird und sich nicht nach irgendeiner anderen Regel handelt, außer nach seinen eigenen Regeln. Darüber haben wir schon einen Abend gesprochen. Und jetzt schauen wir mal, der Anfang seines Reiches war Babel, Erich, Akkad und Kalne im Lande China. Was war der Kern der Religion Babylons? Wissen Sie das? Wir wissen, dass dort viele okkulte Praktiken ihren Ursprung haben, wie zum Beispiel die Astrologie, die
Kernreligion Babylons war die Verehrung der Sonne. Und hören Sie mal, was 5. Mose 4,19 schreibt und warum Babylon sich da rauswinden wollte aus dem, was Gott sagte. Dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst. Wem hat er das empfohlen damals? 5. Mose? Gott spricht hier durch Mose an wen? Der Rat an das physische Israel war damals, dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst. Bitte genau auch achten auf diese Wortwahl. Zum Himmel hebst und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen. Das war die Warnung Gottes an sein Volk und sagt, tut das nicht. Warum? Weil alle anderen Völker, egal welche Religion, ob das Kanaan, Ägypten, von Kusch, die Mizraim und die ganzen Völker, die heute sich aufspalten lassen in die einzelnen Völker, die wir heute kennen mit anderen Namen. Aber Kern aller antiker Religion in Babylon war die Sonnenverehrung. Sie, Römer 1, Vers 25, warnt die gleiche Warnung. Und er warnt, und es heißt hier, sagt Paulus, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Und achten Sie, wodurch haben die Menschen die Wahrheit Gottes in Lüge verkehrt? Durch die Verehrung von dem Geschaffenen und nicht dem Schöpfer. Das ist ein wichtiges Prinzip. Nun, die Sonne ist etwas, was Gott geschaffen hat. Ja, es stimmt, die Sonne, ohne sie wird es eigentlich kein Leben auf der Erde geben. Stimmt das? Wenn kein Licht, keine Wärme, wenn allein der Abstand der Erde zur Sonne anders wäre, nur ein paar Meter, würden wir schon Probleme bekommen. Ja, die Sonne ist elementar für das Leben dieser Erde wichtig. Aber wer gibt denn der Sonne seine Energie? Wer hat sie angezündet? Es kann nur dort einen Schöpfer geben. Dem gebührt die Ehre, wenn wir die Sonne sehen. Aber nicht der Sonne selbst. Aber die Sonne wird seit Jahrtausenden von allen Kulturen verehrt als die lebensspendende Kraft. Und jetzt schauen Sie mal, Lukas 21 sagt Jesus in den letzten Kapiteln, wo er von der Wiederkunft spricht und sagt, wenn dies alles geschieht, und er nennt hier Zeichen der Zeit, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Sie kennen die. Gewisse Zeichen, die Jesus nannte, Erdbeben, Seuchen, Pestilenzen, Kriege, Hungersnöte und so weiter. Er sagt, wenn ihr das alles seht, dass das geschieht, dann, was sollt ihr dann tun? Dann erhebt eure Häupter. In 5. Mose 4 wird genau das gewarnt davor, die Häupter zu heben. Was bedeutet es, dass Jesus sagt, wenn die Zeichen geschehen, dann erhebt eure Häupter. Das heißt, zu dem zu schauen, der wiederkommen will. Das heißt, im Glauben den Blick aufzuheben, in der Erwartung dessen, dass er sein Versprechen hält und sagt, ich komme wieder, euch zu mir zu nehmen. Erhebt eure Häupter ist eine Form der Anbetung, der Verehrung. Ja, wenn alles zerfällt in dieser Welt, dann geben wir nicht auf und verlieren die Hoffnung, sondern, sagt Jesus, dann heben wir unsere Häupter auf. Warum? Weil sich eure Erlösung naht. Dieses Wort erhebt eure Häupter mit einem Verbot und einer Empfehlung, macht deutlich, worum es geht bei dem Haupterheben. Nun, wenn wir weiterlesen, Offenbarung 22, 16, wer kommt denn dort, wenn wir die Häupter im Glauben erheben sollen? Bitte schön, im Glauben. Das heißt nicht, dass wir immer, wenn wir beten oder an Jesus denken oder an die Wiederkunft denken, immer so machen müssen. Aber was geschieht denn da oben? Warum sagt der Jesus, wenn das alles geschieht, hebt eure Häupter? Offenbarung 22 sagt es uns, warum? Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen, so schließt er die Offenbarung, für die Gemeinden, für sein Volk. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der was? Der helle Morgenstern. Was ist der helle Morgenstern? Manche glauben, es sei Sirius. Oder andere Sterne, die so hell leuchten. Venus, genau. Aber der Stern für die Erde, der wirklich leuchtet, heller leuchtet als alle Sterne, die uns in unserer Galaxie da sind oder noch außerhalb unserer Galaxien, der heller leuchtet als alle Sterne, das ist welcher Stern? Die Sonne. Und das ist im Hebräischen auch der Name für die Sonne, der Morgenstern. Jesus wird in der Bibel verglichen mit dem hellen Morgenstern, der aufgeht in euren Herzen, sagt Petrus,
Umso fester haben wir das prophetische Wort, 2. Petrus 1, Vers 19. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern, wer ist der Morgenstern? Jesus, aufgeht in eurem Herzen. Wunderbar. Das heißt, Studium der Prophetie führt dahin, dass wir glauben, dass unser Glaube stark wird. Und das ist, was Jesus sagte. Er sagte, ich sage es euch zuvor, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Das ist der Prozess. Warum? Ich sage Ihnen, was glauben Sie, was einfacher ist? Die Füße hochlegen und Fußball schauen oder Prophetie studieren? Keine Frage, ist eine rhetorische Frage. Das kostet Arbeit, das kostet Mühe, sich am Kopf zu kratzen und sagen, was hat das zu bedeuten? Mal die Nachrichten nicht nur zu schauen mit einem Getränk in der Hand und zu sagen, oh schade, dass da wieder eine Bombe hochgegangen ist. Mal hinter die Tagesthemen blicken, was in der Welt geschieht. Es ist so wichtig. Ich bin der helle Morgenstern und ich sage Ihnen, er ist nicht das einzige Wesen, das in der Bibel Morgenstern genannt wird. Lesen Sie mit mir Jesaja 14, 12. Das Kapitel der Bibel, es gibt zwei Kapitel in der Bibel, drei Kapitel in der Bibel, die von dem Fall Luzifers sprechen. Jesaja 14, 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Oder in manchen Übersetzungen steht, du Sohn der Morgenröte. Na, was passiert denn? Warum wird es am Morgen rot? Weil die Sonne aufgeht. Das heißt, dieses Wesen, an das heute so gut wie niemand mehr glaubt, dass es überhaupt existiert. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Nationen niederwirfst? Das ist ein Begriff, der wichtig ist für unsere Serie Weltethos. Die Weltordnung spricht nur davon, alle Nationen müssen eins werden unter einer globalen Autorität. Das Weltethos sagt, alle Religionen müssen sich einigen unter einer globalen Wertekodex, Verhaltenskodex. Wirtschaft müssen sich vereinigen unter einer einzigen Weltwährung, die digital sein wird. Und die Bibel sagt, es wird niemand mehr kaufen und verkaufen können, es sei denn, er hat das Markenzeichen des Tieres. Das ist ein ernstes Thema. Sonst würde ich hier nicht stehen und hätte Besseres zu tun, wenn es nicht so lebenswichtig wäre, das Thema. Aber merken Sie sich das. Er unterwirft alle Nationen, wirft er nieder. Dann heißt es in Vers 13, du gedachtest in deinem Herzen, ich will in die Himmel steigen. Sehen Sie das Prinzip von Babylon? Wir wollen einen Turm bauen, der bis wohin reicht? Bis an die Spitze des Himmels. Ich will in die Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung. Warum auf diesem Berg? Weil auf diesem Berg, sagt uns die Bibel, der Thron Gottes steht. Zion. Deswegen hat Gott Auftrag gegeben, das himmlische Heiligtum abzubilden auf der Erde. Und er hatte ein Volk und wollte mit ihnen etwas in dieser Welt erreichen. Und es hat nicht geklappt. Und er hat gesagt, weg mit dem Tempel, es gibt jetzt nur noch einen Tempel. Das ist der himmlische Tempel und mein Volk, der Tempel des Heiligen Geistes wird. Nicht mehr ein Ort, wo man hingeht anbeten, sondern direkter Zugang zu Gott. Ohne Priester. Direkt durch den Priester Jesus Christus. Und dann heißt es hier, ich will hinaufsteigen auf die Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Das ist das Prinzip Babylons. In die Höhe bauen, Gott gleich sein, wir wollen uns einen Namen machen. Als jetzt Luzifer, Luzis Licht, Fer von Fere tragen, der Lichtträger, sehr wichtig, der Lichtträger. Als er sich jetzt auflehnte, gab es im Himmel einen Konflikt. Aber die Bibel schreibt von diesem Kampf, Michael, wer ist wie Gott, der Name Jesu. Er sagt, wenn du den Vater siehst, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Ich und der Vater sind eins. Michael ist Jesus Christus, der gegen Luzifer kämpfte. Und hier heißt es, der kämpfte gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, die Dämonen. Und es wurde hinausgeworfen, der alte Drache, der große Drache, die da heißt, die alte Schlange, der Teufel,
und Satan. Und wissen Sie, warum es so einfach sein wird, die Menschheit in ein Human Network unter einem Weltethos zu vereinigen, unter einer globalen Autorität, unter einer religiösen Autorität und unter einer wirtschaftsdigitalen Währung? Warum es so einfach sein wird? Weil die Leute heute, wenn sie über den Teufel nachdenken, sich kleine Stofftierchen kaufen, ins Auto reinstellen mit Mistgabel und Pferdefüßchen. Das ist das Problem. Die Leute glauben noch nicht mal an die Existenz eines Satans. Und das ist das große Problem. Leichtes Spiel mit jemandem, der noch nicht mal die Existenz für wahr hält. Und jetzt steht über den Satan was? Den Teufel, der die ganze Welt verführt. Und ich betone das mit Absicht, weil unser Thema ist das Weltethos, das zum Ziel hat, alle Menschen zu bündeln und einigen. Und ich habe deswegen allein sehr viel Zeit verwandt, über Gustave Le Bon zu sprechen, dem Psychologen und Philosophen, der das Buch Die Psychologie der Masse geschrieben hat. Das war der Grund. Weil Massen kann man einfacher verführen als Individuen, die selber denken. Deswegen, wenn Sie Teil einer Masse werden, eines Human Networks, dann ist es ganz einfach, Ihnen ein Produkt zu verkaufen und einfach Ihnen eine Ideologie zu verkaufen. Das ist das Prinzip. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und hier treibt er sein Spiel. Und er verkauft sein Produkt, nämlich sein Produkt heißt Lüge und Mord und Zerstörung. Jesus sagt in Johannes 8 vom Teufel, er ist der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang an. Seitdem Böses in ihm gefunden wurde, wurde dieses Wesen zu einem Wesen, der eins im Ziel hat, Menschen zu zerstören. Jetzt muss ich Gas geben. Folgen Sie mir dieser zwei Prophezeiungen, von der Jesus sagt, wir sollen auf Daniel Acht geben. Wer das liest, der wird verstehen und viele werden Daniel verstehen und werden für die letzte Zeit eine wichtige Erkenntnis machen. Schauen wir uns Babylon an, die Religion Babylons. Alle Weltreiche, die bis auf den heutigen Tag sukzessiv kamen und gingen, aber alle hatten eins gemeinsam, nämlich sie verehrten die Sonne. Sie hatten die Sonne als höchste personifizierte Gottheit und sie hatten als Zeichen der Verehrung die Sonnenfeier, einen Tag gewidmet der Sonnenfeier. Alles, können Sie prüfen, was ich jetzt sage. In Babylon hieß der Gott Shamash. Hat mit den Altsprachen zu tun, wer Hebräisch kann, weiß, dass Sonne heißt Shemesh. Und der einer der höchsten Gottheiten, es war nicht der Nationalgott, das war Marduk. Aber interessant ist, dass Shemesh oder Shamash eigentlich, dass Shamash der Gott in Babylon war, der zuständig war. Sie wissen ja, jeder Gott hatte so seine Zuständigkeiten. Das ist ja bis heute so in allen Religionen. Der Gott ist für das, der Gott ist für dieses und der ist für das. Ich bin so froh, dass ich einen Gott habe, der für alles zuständig ist. Aber Shamash ist in Babylon der Gott der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Gut merken. Marduk war der Nationalgott, der Gott für andere Sachen zuständig war. Hier sieht man ihn, hier ist Shamash neben Mithras. Kommen wir gleich drauf, Mithras. Hier sieht man ihn nochmal als Adler und inmitten des Adlers sieht man ganz schlecht hier den Menschenkopf von Shamash. Wer kam nach Babylon als neues Weltreich? Die Meder und die Perser. Schauen wir uns das an. Religion? Sonnenverehrung. Die Sonne wurde personifiziert in Form einer Gottheit. Und drittens, sie hatten zur Ehre der Sonne eine Gedenkfeier eingeführt, eine besondere Feier. Hier sehen wir Mithras, der Gott der Meder und Perser, hier sieht man ihn. Fällt Ihnen was auf bei Mithras? Wie sieht Mithras aus? Gibt es auch als weibliche Form übrigens, sehr wichtig. Mithras gibt es als männliche und weibliche Gottheit. Ist übrigens meistens so der Fall in verschiedenen Religionen. Was fällt Ihnen auf an Mithras? Bitte. Bitte? Die Strahlen. Wie sieht denn dieser Mithras aus, jetzt so auf den ersten Blick? Wie die Freiheitsstatue. Na, so ein Zufall. Gehen wir nach Griechenland.
Medo-Persien fiel, Griechenland kam ablösend durch Alexander den Großen. Gewaltig großes Reich, viel Götterei wie jedes andere Reich, aber ein Gott war der höchste Gott. Und wie soll es auch anders sein? Welcher? Sie hatten die Sonnenverehrung und die Sonne wurde personifiziert. Und wie hieß diese Person? Helios. Und sie führten zu Ehre Helios einen Tag der Verehrung ein. Und hier sehen wir Helios auf einem Streitwagen. Und hier habe ich mal, nur um es zu aktualisieren, hier sehen wir Helios auf einer Kuppel, die steht, wenn ich mich nicht irre, in der Ukraine. Ich komme noch da drauf. Wie sieht denn Helios hier aus, wenn man jetzt mal nicht auf die Geschlechtsteile guckt? Freiheitsstatue. Ja? Einverstanden? Okay. Viertes Reich, Römische Reich kommt, ich mache es kurz, Sonnenverehrung als höchste Anbetungsform. Sie personifizieren Gott, sehr wichtig, in Form von Jupiter, der übrigens heute im Vatikan steht. Aus dem Pantheon rausgenommen, rein in den Vatikan. So einfach wechselt man die Religion. Zack, raus, rein. Fertig. Kriegt einen neuen Namen, heißt heute Petrus. Wird von tausenden Menschen täglich geküsst, sodass der Fuß schon abgeschabt ist. Aber kaum einer weiß, dass das Jupiter ist, der aus dem Pantheon einen halben Kilometer weiter Luftlinie weg rausgenommen wurde aus dem ältesten Gebäude Roms, wer da schon war, einem sakralen Ort zur Verehrung des Sonnengottes Jupiter. Aber interessant ist, ich kann das leider nicht weiter ausführen, interessant ist, wie in Rom plötzlich der Kult der Sonnenverehrung und der Verehrung des Kaisers, der wer war? Gott? Welcher Gott? Die Reinkarnation des Sonnengottes, und genannt wurde er dann Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne. Das war der Name von Konstantin. Konstantin bekehrte sich und aus einem Kaiser wurde, der Gott als Gott angebetet wurde, wurde ein treuer Diener einer Gottheit, die die meisten Christen heute Jesus nennen. Aber nicht der Jesus ist der Bibel. Was hat Konstantin gemacht, 321 nach Christus? Er führte die Sonnenanbetung ein in die Christenheit. Und Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne, wurde verehrt durch einen Tag der Verehrung, den Sonntag. Hier sehen Sie die Münzen von Konstantin, man kann es ganz schlecht lesen, hier Konstantin, hier ist er. Und hier auf der Gedenkmünze von Konstantin zur Einführung steht hier Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne. Und wer steht hier drauf als Sol Invictus? Eine personifizierte Gottheit, die auf dem Kopf was hat? 7 Strahlen, wie Mithras und wie Shamash. So was Interessantes. 3 Weltreiche, Entschuldigung, 4 Weltreiche, die gleiche Religion, die gleichen Mechanismen. Es hat sich über Jahrtausende von einer Nation zur anderen Weltreich rübergerettet, die gleiche Religion. Sage ich damit, dass es die einzige Religion war? Nein. Man hatte viele Götter, viele Ansätze. Und das ist das Interessante. Das Weltethos sagt, wenn ich da war, ich habe es gezeigt durch Zitate, das Weltethos sagt, behalte deinen Gott. Behalte deine Kultur, behalte deine Religion. Aber sei bereit für einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Was kam denn nach dem Römischen Reich für eine Macht? Rom. Und wissen Sie, was interessant ist? Ich habe Ihnen die Laterankirche gezeigt. Das ist ein Geschenk von Konstantin an den ersten Bischof von Rom gewesen. Und Konstantin hat seinen Anspruch als Sol Invictus abgegeben an den Bischof, der von diesem Zeitpunkt an die Personifizierung des Sol Invictus war.
Ich zeige Ihnen das. Sonnenverehrung. Die Sonne wird personifiziert in einer Gottheit. Und man hat den Tag zur Ehre der Sonne. Schauen Sie mal hier das an. Fällt Ihnen was auf? Sie haben ja jetzt heute Abend ein geschultes Auge bekommen. Fällt Ihnen hier was auf an dieser Madonna-Statue? Es ist ein Dreieck und oben in der Spitze ist ein Kreis und dieser Kreis strahlt als Sonne. Hier sehen Sie das Wappen des Papstes umrandet. Die Sonne und in der Mitte der Sonne ist das Wappen des Papstes. Warum? Weil er Gott ist. Er ist Sol Invictus. Er ist der Einzige, der übrigens beides ist, Kirche und Staat. Überall, was Sie sehen, alles, was Sie sehen, hat im Zentrum die Sonnenverehrung. Hier verschiedene Formen der Monstranz mit der Hostie innen drin. Immer die Sonne, immer die Sonne, immer die Sonne, immer die Sonne. Ob an Decken, in der Monstranz, auf den Plätzen von Rom, überall finden Sie die Sonne. Hier eine Gedenkmarke für die Eucharistie. Hier sehen Sie Fide Catholica. Und das habe ich Ihnen gezeigt, weil man findet sie heute kaum noch, diese Gedenkmünze. Heute sieht man die Frau nur noch mit normaler Kopfbedeckung. Aber diese Gedenkmünze hat hier eine Frau mit 7 Strahlen. Und hier sehen Sie ein Altar. Das sieht man jetzt nicht sehr gut. Sieht man Maria, wie sie den Mond, die Sichel hält. Cherubim. Schauen Sie mal, ich habe das aufgenommen im Jahr 2009, das Bild. Direkt über dem Altar, dem Hauptaltar, Petrusaltar, sehen Sie ein Fenster als Sonne dargestellt. Und was kommt bitte aus der Sonne heraus? Das ist jetzt sehr wichtig für das Weltethos. Was heißt das Weltethos, wer gut aufgepasst hat? Das Weltethos heißt, nach Professor Küng, alle Religionen finden Frieden an einem kleinsten gemeinsamen Nenner. Der Frieden, symbolisiert durch die Taube oder manchmal der Heilige Geist, der den Frieden bringt, aber hier geht es um die Taube als Friedenstier, kommt aus der Sonne. Wir haben jetzt 5 Mächte gehabt, aber jetzt wird es interessant. Ich zeige Ihnen was Unfassbares. Auf dem Bild sehen Sie eine interessante Darstellung, direkt nach der Französischen Revolution, als der Papst, das wissen Sie, entmachtet wurde in Rom. Er wurde entführt, sozusagen, nach Frankreich gebracht, entmachtet. Und dort dann hat Napoleon, hier ist Napoleon Bonaparte dargestellt, wie er seine Frau krönt. Und man sieht in diesem Bild interessanterweise, das ist 1814 hier, sieht man was? Der Papst im Hintergrund und er sitzt einfach da und schaut zu. Er hat keinerlei Funktion und Macht zu der Zeitpunkt. Aber jetzt muss ich was zusammenraffen. Napoleon war ein sehr kluger Mann. Wir wissen, dass die Französische Revolution es nach der Französischen Revolution auch wieder Uneinigkeit gab unter diesen ganzen unterschiedlichen Parteiungen. Zur Zeit Napoleons drohte es wieder zu einer Revolution zu kommen unter den einzelnen französischen Parteiungen, die sich befreit haben gemeinsam. Und er machte was Interessantes. Er führte die katholische Religion in Frankreich zu der Zeit als Nationalreligion ein. Mit dem Konkordat vom 15. Juli 1801 beendet Napoleon den geistlich-weltlichen Kampf mit den katholischen Kirchen in einem Sinne. In der Präambel wurde die katholische Religion als die der großen Mehrheit der französischen Bürger bezeichnet. Napoleon stärkt die Kirche im Sinne seiner Ziele. Und jetzt nimmt die katholische Kirche im Laufe der nächsten Jahrzehnte zu an Macht und jetzt geschieht was Interessantes.
Gleichzeitig, während diese Macht zunimmt, entsteht ein neuer Staat, der in Zukunft eine neue Weltregierung werden sollte. Die USA. 1776, zeitgleich fast mit der Französischen Revolution zu Beginn, entsteht eine neue Macht, die eigentlich ganz andere Ziele hatte. Aber sie wurde, wie sagt man im Englisch, heißt es Hijack. Wie sagt man im Deutsch? Gekidnappt. Wie? Gustav Eiffel baute, wie bekannterweise bekannt ist, diese Figur. Die Freiheitsstatue von Amerika. Sie hieß früher original Liberty Enlightening the World. Die Freiheit, die die Welt erleuchtet. Und jetzt zeige ich Ihnen die Einweihung der Freiheitsstatue vom 28.10.1886. Übrigens, Gustav Eiffel war Freimaurer. Und raten Sie mal, wer Amerika dieses Geschenk gemacht hat. Die französische Freimaurerei. Mit anderen Worten, die Französische Revolution hat sich exportiert nach Amerika. In dem Land, das wen aufgenommen hat? Die Menschen, die von der Kirche in Europa verfolgt wurden und getötet wurden, aufgrund dessen, dass sie das Primat abgelehnt haben. Ist das nicht eine Farce? Die fliehen alle nach Amerika, die Hugenotten, die Wiedertäufer und all diese Gruppierungen damals, Paulikianer, Anabaptisten, sie fliehen alle, die Katharer, alle fliehen sie nach Amerika, um sich zu schützen, um Glaubensfreiheit zu haben. Sie schreiben eine Konstitution mit dem First Amendment, das heißt, jeder darf glauben, was er will. Und die Französische Revolution exportiert sich über die Freimaurerei nach Amerika und sagt, hier ist die Freiheit. Oh, das ist ja so ein genialer Plan gewesen. Das ist, warum sie dorthin gegangen sind, um Freiheit zu erleben. Jetzt kriegen sie ein Geschenk von den Freimaurern und sagen, Freiheit. Aber welche Freiheit? Schauen Sie mal, was dem wenigsten auffällt, ist hier, dass diese Freiheit auf etwas steht. Man sieht es hier nicht. Jetzt eine Luftaufnahme. Was ist das hier? Ein Sockel? Könnte auch ein Turm sein. Auf was steht dieser Sockel? Ich sage es Ihnen, auf einem Zikkurat. Sehen Sie das Zikkurat? Zack, zack, zack. Ich zeige Ihnen das, damit Sie mir das glauben. Eine Luftaufnahme. Und hier sehen Sie ein chaldäisches Zikkurat von Archäologen rekonstruiert. Sehen Sie hier einen großen Unterschied? Nein. Hier ist ein angedeuteter Turmbau. Und auf was steht dieses Zikkurat? Schauen Sie bitte genau. Auf was steht das Zikkurat? Auf der Sonne. Glauben Sie es mir? Ich zeige Sie, nee, ich rede von das hier. Das ist die Sonne, hat mehr als 7. Das ist der Grundriss des Sommerresidenz von König Ludwig XIV., dem Sonnenkönig. Und er hat seinen Architekten befohlen, seine Stadt in Form einer Sonne zu bauen. Exakt identisch mit dem Grundriss des Sockels von der Freiheitsstatue, die Sonne. Keiner kann hier zweifeln, dass das die Sonne darstellt. Ein Zikkurat auf der Sonne und darauf die Freiheit von Freimaurern geschenkt. Und jetzt schauen Sie mal, was der Präsident zur damaligen Zeit bei der Einweihungszeremonie gesagt hat. Präsident Grover Cleveland zur Einweihung der Liberty. Wir werden nie vergessen, dass die Freiheit hier ihre Heimat gefunden hat. Auch soll ihr erwählter Altar nicht vernachlässigt werden. Bitte, was ist die Freiheitsstatue? Ein Altar. Wozu dient ein Altar? Zur Anbetung. Von wem? Von einer Gottheit. Wer ist die Gottheit? Die Freiheit. Ohne Gott.
Luzifer lässt grüßen. Und die Figur, die da drauf steht, ist nicht eine Frau, sondern es ist der Lichtträger. Luzifer. Der Lichtträger als Sonnengott, als Morgenstern, der sich selber als Morgenstern sieht, der die ganze Erde verführt. Der kleinste gemeinsame Nenner. Das Zeichen der Freiheit, der Erhebung des Menschen. Freiheit ohne Gott. Freiheit von Geboten. Freiheit von Christus, der sagt, ich bin der Weg. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Freiheit, und ich sage Ihnen was, wenn die Gebote weg müssen und wenn Christus durch einen Antichristus ersetzt werden muss, dann können Sie mir glauben, wenn dieses durchgegangen ist, der Weltethos, dann muss noch jemand weg, der sagt, von dem es heißt, er ist, von dem Paulus sagt, es ist die Grundfeste der Wahrheit, das Volk Gottes. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass hier die Freiheit in Gefahr ist für Menschen, die sich an ihr Gewissen gebunden fühlen. Und jetzt schauen Sie mal, warum werden überall in der Welt mittlerweile Freiheitsstatuen aufgebaut? Warum? Sagen Sie es mir, über 200 Freiheitsstatuen in der ganzen Welt. Warum? Überall die Freiheit. Die Nationen befreien sich. Wodurch? Dass sie eins werden unter einer Autorität. Und das ist nicht Gott. Das ist das Weltethos. Der kleinste gemeinsame Nenner. Behalt du deinen Gott. Ist mir völlig wurscht, was du glaubst. Du kannst in Rasseln ums Feuer rennen. Du kannst Toten beschwören. Du kannst Voodoo betreiben. Aber eins ist wichtig. Du bleibst schön in der Gemeinschaft und akzeptierst alle anderen genauso. Als gleichwertig Religionen. Hier, Michigan. Hier, in der Ukraine. Hier, in Leicester, Großbritannien. Buenos Aires. China, Entschuldigung, Ukraine nochmal hier. Nein, ist oben, hier, Entschuldigung, Guangzhou, China. Hier in New York, hier wurde gerade ein Fest gefeiert, im Oktober 2010 wurde hier gerade ein Fest gefeiert, das Fest hieß die Rückkehr des Anubis. Anubis kommt zurück nach Amerika. Hier Taipei, Taiwan, hier steht sie, sieht man schlecht, die Freiheitsstatue. Ich könnte jetzt weitermachen. Die Freiheit ist nicht die Freiheit, die die Menschen glauben, dass sie sei. Hier ist die Frau Liberty, hier noch mit den Strahlen auf dem Kopf. In God we trust. Aber in welchen Gott? In welchen Gott? In welchen Morgenstern? Und hier sehen Sie jetzt von 2004 die Münze, die Gedenkmünze, in God we trust. Wo sind die Sterne? Weg. Wo ist die Sonne? Was passiert mit der Sonne? Die Sonne steigt auf. Und sie kommt immer höher, und sie kommt immer höher. Das Ziel des Weltethos ist fast erreicht. Es gibt nur noch einige kleine Gruppierungen von unbequemen Menschen, die sagen, hier können wir nicht mitmachen. Und wissen Sie, wer diese Menschen sind? Das sind Menschen, die sagen, hin zum Gesetz und hin zur Weisung. Jesaja 8, Vers 20, werden Sie das nicht sagen, wird Ihnen keine Morgenröte scheinen. Verstehen Sie? Und jetzt löse ich zum Schluss das Geheimnis auf. In der Spitze der Pyramide in Washington, genau architektonisch, mathematisch berechnet, exakt dort, wo die Spitze endet, ist der Mittelpunkt dieses Gebäudes. Und direkt oben, wenn man als Besucher reingeht, im Mittelpunkt, was ist dort? Die Sonne. Und alle Besucher treten drauf, weil sie sagen, es bringt Glück. Und wer steht über der Sonne, direkt hier über der Kuppel, die übrigens auch eine angedeutete Sonne von innen ist? Wer steht da drüber? Liberty. Hier sieht sie anders aus. Die Strahlen sind weg. Was hat sie in der Hand? Den Siegeskranz. Sie hat gewonnen. Was hat sie in der rechten Hand? Das Schwert. Ja, Sie werden es nicht glauben, aber USA folgt den antiken Mächten exakt in dem gleichen Muster. Die Sonnenverehrung durch die Annahme des Sonntags im Protestantismus.
Die Sonne als höchste personifizierte Gottheit, Luzifer. Die Freiheit ohne Gott, der Humanismus als neue Religion. Das ist das, worauf sich die Vereinten Nationen heute permanent berufen. Die Menschenrechte, Menschenrechte, Menschenrechte. Es ist nichts anderes als Humanismus. Es ist freimaurerischer, französisch-revolutionärer Humanismus. Und jetzt schauen Sie mal auf den Menschenrechten, auf den Tafeln dieses Gemäldes aus dieser Zeit. Und es sind insgesamt 17 Menschenrechte im Original drauf. Heute hat man die reduziert. Ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann 10 sind. Und schauen Sie mal, was hier passiert. Hier ist jemand und hier ist ein Engel. Wohin zeigt dieser Engel mit seiner Hand? Auf die Menschenrechte? Wohin zeigt die andere Hand? Die andere Hand, schauen Sie mal, die zwei Handbewegungen. Die eine geht auf die Menschenrechte, die andere geht auf das Dreieck mit dem Auge drin. Frage an uns, die wir im Jahr 2011 wohnen, die wir heute sehen, dass in allen Hollywood-Filmen, in jedem Zeichentrickfilm, Simpsons und überall, die Kinder, die Erwachsenen, egal wer in welcher Gesellschaftsschicht, subliminal befeuert werden mit diesem Symbol. Sollte uns das etwas sagen, dass damals zur Gründungsverfassungszeit der Menschenrechte ein Signal ist, die Menschheitsrechten, dem Mensch, der Humanismus? Und hier? Frage, wenn alle sagen, ja, das Auge Gottes, glauben Sie immer noch, dass das Auge von dem Gott der Bibel ist da oben? Hier geht es um eine Agenda, um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Für alle Religionen, für alle Menschen. Jetzt reden alle von Menschenrechten. Ich habe Ihnen Zitate gezeigt von Altbundeskanzler Schmidt, der sagt, Menschenpflichten, bald kommen die Menschenpflichten. Die Freimaurerei, die ganz klar okkulte Züge hat. Und hier ist das Siegel Amerikas. Lassen Sie mich zum Schluss eins sagen, wer die Serie nicht kennt, die Neue Weltordnung. Als am 11. September die zwei Türme gesprengt wurden und den Moslems in die Schuhe geschoben wurden, zeige ich Ihnen jetzt was Ihnen die Tagesschau nicht gezeigt hat. Direkt auf dem World Trade Plaza, wer war schon mal dort, bevor die Dinge gesprengt wurden? Da hinten ist jemand. Wenn man da unten läuft, sieht man es kaum, aber aus der Luft sieht man es. Der Platz zwischen beiden, hier sieht man es, zwischen beiden World Trade Centern ist was? Eine Sonne. Ich stelle mal jetzt eine Frage, weil ich bin ja öffentlich, was ich hier sage. Und trotz aller Klarheit bin ich vorsichtig. Aber ich stelle mal eine Frage. Kann es sein, dass die antike Religion dem höchsten Gott der Sonne auch in der Moderne der antiken Ritualen folgt, nämlich dem höchsten Gott Opfer zu geben? Ist nur mal so ein Gedanke. Und ich schließe heute Abend mit der siebten Macht, die in Offenbarung beschrieben wird. Die große Stadt, die du gesehen hast, sind sieben Könige und die sieben Könige sind sieben Berge, auf der die Stadt gebaut ist. Fünf sind gefallen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und wer kam danach Rom? Als Ablöser, als Sol Invictus? Das Papsttum. 1798 bekam das Papsttum eine tödliche Wunde durch die Französische Revolution. Fünf sind gefallen. Der eine ist und der siebte wird kommen und nur eine kleine Zeit bleiben und der achte ist einer von den sieben. Es ist so einfach, wenn wir die Bibel studieren. Der Weltethos unter der Führung des reinkarnierten Sonnengottes wird das Weltethos sein in einer allumfassenden Religion, die Brüderschaft der Nationen. Die Dinge, die das Geheimnis der Pyramide beherbergen,
sind gewaltig. Was hier geschieht auf dieser Erde, ist nicht zufällig. Sie sehen hier Astana in Kasachstan. Die ganze Stadtarchitektur ist rein okkult in seiner Symbolik. Hier sind die zwei Türme, die auf jedem Freimaurerwappen drauf sind. Und hier hinten in der Mitte, auf dem Platz der Vereinigung der Nationen, steht ein Baum. Der Turm heißt Bayeterek. Habe ich das gut gesprochen? Ist jemand hier da, der das besser versteht? Bayeterek heißt auf Kasachisch der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens. Übrigens, dieser Turm hat eine 300 Tonnen schwere Glaskugel, die in verschiedenen Farben leuchtet. Hier oben haben die wichtigsten Führer der Nationen unterschrieben in diesem Turm mit ihrer Unterschrift. Vertreter aller Religionen, dass sie sich vereinigen wollen in dem großen Ziel, eine Familie, eine Weltfamilie zu gründen. Und hier sind wir angelangt beim Weltethos. Und Sie sehen schon, der Unterschied sind die Fragezeichen. Weil die meisten Menschen noch gar nicht wissen, was der Weltethos ist. Das hat erst begonnen. Deswegen warne ich jetzt davor. Wird die Sonnenverehrung der kleinste gemeinsame Nenner? Wird die Sonne auch als höchst personifizierte Gottheit eines Tages auftauchen? Wir sind gespannt, wer dafür erklärt wird. Die Sonnenfeuer als Zeichen der Verehrung? Hier ist das Wappen vom Weltethos-Projekt auf der Seite von Hans Küng. Sehen Sie es? Das habe ich nicht gemacht, das ist von seiner Seite offiziell das Logo. Hier sind alle Menschen, schwarze, weiße, gelbe, sie schauen auf die Erde und was strahlt hinter ihnen? Was strahlt hinter ihnen? Die Sonne. Ist das Zufall, liebe Freunde? Ich glaube nicht. Hier ist das Symbol des Weltethos. Was ist das? Das Sonnenrad. Was wird der kleinste gemeinsame Nenner des Weltethos sein? Sie sehen hier alle Weltreligionen und was machen sie? Sie gehen Hand in Hand. Hier sehen Sie das Christentum, Mohammed, Buddhismus. Wissen Sie, was mich erschreckt an dem Bild? Zwei Dinge. In der Bibel wurde Jakob eine Leiter gezeigt. Und diese Leiter symbolisierte den Weg zurück der Versöhnung mit Gott. Gott hat gesagt, komm, es gibt einen Weg für dich. Und diese Leiter symbolisiert Christus, der die Brücke schlägt zwischen Menschheit, die gefallen ist von Gott, und den Weg wieder zurück möglich macht über Jesus Christus. Hier ist eine Leiter. Und was ist der Weg zurück zum Licht, zum Morgenstern, über die Vereinigung aller Religionen? Und hier ein Weltethos-Kongress und da sah ich dieses Plakat. O presente do homem, o du Geschenk der Menschheit, o futuro de Deus, o du Zukunft Gottes. Wer ist damit gemeint? Was macht dieser Mensch hier, der hier steht? Und jetzt schauen Sie sich genau das Bild an. Woraus besteht die Sonne? Was ist das? Was ist das? Sagen Sie es laut. Sieht aus wie die ganze Welt. Und es sind alle von allen Religionen die Anbetungsstätten, Tempel, hier Taj Mahal und so weiter. Das ist der Punkt. Alle Religionen werden sich vereinen über die Sonnenverehrung, die seit fast 1600 Jahren schon existiert in der Christenheit, in Form eines Tages, den niemand kennt in der Bibel. Niemand. Ich weiß es ernst, was ich sage, aber ich muss es sagen. Denn die Wunde wird heil. Ich schließe heute Abend mit Papst Benedikt. Und er sagte das auf einer Eucharistiefeier
in Bari, Süditalien, 2005. Der Sonntag ist die Identität der christlichen Gemeinde und das Zentrum ihres Lebens und ihrer Sendung. Wir können nicht leben, ohne am Sonntag zusammenzukommen. Nur Christen, die im Einklang mit dem Sonntag leben, können Hoffnung empfangen für die Zukunft. In Klammer. Christen der Gegenwart werden die entscheidende Bedeutung der sonntäglichen Feier wiederentdecken. Und dann sagt er in einer Messe in der St. Stephanskirche in Wien 2010 im November: Sine Dominico non possumus. Ohne Sonntag können wir nicht leben. Was sagt die Bibel? Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. 6 Tage sollst du arbeiten, all deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Tag des Herrn, der alles gemacht hat, die Himmel, die Erde, die Wasser und was darinnen ist. Und er ruht am 7. Tag. Und das Gebot fängt an mit erinnere dich, Sachar. Alle heißen, du sollst nicht. Nur dieses Gebot heißt, erinnere dich daran. Als ob Gott der Menschheit sagen will, vergess niemals, dass dieses Gebot eines Tages lebensrettend sein kann für dich. Und Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr wessen Gebote halten? Sie dürfen heute Abend das letzte Wort reden. Wessen Gebote? Für wessen Gebote möchten Sie sich entscheiden? Für einen Kodex von Menschen gemacht, das Menschen im Zentrum hat. Humanismus. Oder für Gott und sein Wort. Ich habe mich entschieden. Ich möchte Gott folgen. Sie auch? Das ist eine sehr persönliche Frage, ich weiß das, eine sehr intime Frage. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Der höchste Ausdruck der Liebe ist, ernst zu nehmen, was Jesus sagt. Nicht, was Menschen kreieren. Und wenn es noch die Mehrheit ist, die Mehrheit hat nicht recht. Die Mehrheit konstituiert niemals Wahrheit, merken Sie sich das. Niemals. Im Gegenteil. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis fehlt. Und viele sind es, die darauf gehen. Geht aber ein durch die enge Pforte, denn sie ist schmal und der Weg ist eng. Und wenige sind, die darauf gehen. Aber dieser Weg führt zum ewigen Leben. Ich möchte diesen Weg gehen. Sie auch? Ich ja. Und ich freue mich auf diesen Weg. Ich möchte heute Abend damit schließen. Und ich möchte Sie bitten. Und Sie glauben mir vielleicht, dass ich hier kein Mensch bin, der irgendwelche psychomanipulativen Mechanismen einsetzen will. Aber wenn Sie heute Abend sagen, ich entscheide mich für Gottes Weg, egal was es bedeutet, dann bitte ich Sie, das Jesus zu zeigen. Nicht für mich, für ihn. Er hat gesagt, wo 2 oder 3 versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Würden Sie das ihm zeigen wollen, indem Sie aufstehen? Nur wenn Sie wollen. Und bitte nur, wenn Sie wollen. Gottes Liebe kennt keinen Zwang. Gottes Liebe sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und ich bin demütig von ganzem Herzen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir brauchen in den zukünftigen Zeiten, brauchen wir Ruhe. Wenn der Sturm zunimmt in dieser Welt und es dauert nicht mehr lang, dann ist es gut, einen Ruhepunkt zu haben. Nicht in dem hier im Yoga, in Christus. Ich würde ganz gern diese Entscheidung besiegeln und für die, die sitzen geblieben sind, trotzdem, wenn ich darf, mit ins Gebet einschließen. Unser wunderbarer Schöpfer Gott, wir kommen zu dir, obwohl wir dich nicht sehen können. Aber es gibt so vieles auf dieser Welt, was wir nicht sehen können und trotzdem zweifeln wir nicht an deren Existenz. Deine Liebe ist Beweis und du offenbarst dich denen, die sich öffnen.
Ich durfte es erleben. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass jeder, der hier ist, stehend oder sitzend, erlebt, was für ein wunderbarer Gott du bist. Du bist kein Gott der Zwänge, kein Gott der Manipulation, kein Gott der Lügen und der Tricks, Menschen zusammenzuführen in ein menschliches Netzwerk, das aufgebaut wird nicht auf Wahrheit und Liebe, auf Verständnis, Vergebung, Anteilnahme, sondern aufbauend auf Profitgier, aufbauend auf Lügen, Manipulationen, Geheimniskrämerei und vielen anderen Mechanismen, die dir fremd sind. Lieber Gott, ich möchte dir danken, dass du uns wissen lässt, dass wir dich Vater nennen dürfen. Und so bitten wir dich heute hier, so viel verschiedene Menschen, unterschiedlicher Herkunft und Erfahrungen, führe uns weiter jetzt durch dieses Studium und zeige uns wirklich den Weg, der zum Leben führt. Kein menschengemachter Weg, auch nicht einen, den wir uns wünschen, durch unser Wunschdenken heraus produziert, sondern ein Weg, der wahrhaftig ist. Wir brauchen dich, wir brauchen hier Führung durch deinen guten Geist. Und ich danke dir für jeden, der hier aufgestanden ist. Du kennst sie viel besser als ich. Du siehst die Herzen, du siehst die Gedanken. Und ich freue mich über so viele wunderbare, wahrheitsliebende Menschen. Ich weiß, dieser Raum könnte viel voller sein. Du weißt es auch. Herr, eines Tages wird dieses Wissen, wer du bist und was in dieser Welt geschieht, existenziell sein für uns. Und dann bitte ich dich, dass wir genug Kraft haben und genug Glaube, zu dir zu stehen, komme was will, und zu unseren Überzeugungen zu stehen, die wir gewonnen haben aufgrund deines Wortes. Egal, was Menschen sagen, auch wenn es die Masse ist. Segne uns jetzt, wenn wir nach Hause gehen, begleite die lieben Menschen hier und führe uns wieder zusammen am Donnerstag, wenn wir weiter studieren. Und wir freuen uns, Herr, dass wir wissen dürfen, auch wenn wir dich nicht sehen, dass du genug Spuren hinterlassen hast in dieser Welt, in diesem Universum, in unserem Leben, in dem Leben von anderen Menschen, dass wir nicht zweifeln müssen, sondern gläubig sein dürfen. So segne uns jetzt, schenke uns einen guten Nachhauseweg und deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, und bring uns wieder zusammen. Wir danken dir dafür. Amen.